Die Monatliche, die Zeitung für Wels. Herr Stadtrat, warum sind Sie gegen eine Neuausschreibung des Posten des Magistratsdirektors? Wir sind grundsätzlich nicht gegen eine Neuausschreibung, wir sind gegen eine Verzögerung. Wir brauchen in Wels dringend einen Magistratsdirektor. Es gibt 1500 Mitarbeiter im Rathaus und im Magistrat. Die brauchen einen Chef, die brauchen klare Führung, die brauchen Zielvorgaben. Diese Zielvorgaben fehlen derzeit. Wenn Zielvorgaben fehlen, dann ist Orientierungslosigkeit an der Tagesordnung und die wollen wir nicht. Daher eine möglichst schnelle Entscheidung, wer soll euer Magistratsdirektor werden. Herr Stadtrat, wird es jetzt zu einer neuen Ausschreibung kommen bezüglich des Magistratsdirektors? Das müssen Sie den Herrn Bürgermeister fragen. Das ist nicht meine Entscheidungsbefugnis. Warum? Weil das eine Aufgabe des Herrn Bürgermeisters ist. Würden Sie sich das wünschen? Eine Neuausschreibung? Nein, das wünsche ich mir nicht, weil ich glaube, dass sie rechtswidrig ist. Aber es ist vielleicht ein Weg aus einer sehr verfahrenen Situation und deswegen ist es wohl ein einziger Weg. Wen würden Sie sich denn jetzt als Spitzenkandidaten wünschen, sollte nicht ausgeschrieben werden? Halten Sie beim Herrn Franzmeier fest? Also prinzipiell gibt es eine Reihung und es gibt Vorschläge. Bis jetzt sind Vorschläge gekommen, die wir nicht unterstützen können. Und solange kein neuer Vorschlag kommt, kann ich auch über keine Personen sprechen. Stadtrat, Sie haben heute einen Antrag eingebracht zur Einberufung einer Bildungskonferenz in Wels. Wie ist denn das entstanden? Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, wenn man nachlesen kann, dass 30% der jungen Erwachsenen zwischen 20 und 24 Jahren in Wels keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, dann ist das wirklich erschreckend und das schreit schon nach dringendem Handlungsbedarf. Und darauf ist eigentlich mein Antrag aufgebaut. Und das Problem ist ja auch, dass ja gerade die Statutarstädte Linz, Wels und Steyr boomen, aber die Statutarstädte sind an letzter Stelle der Jugendlichen ohne Berufsausbildung. Und das ist einfach das große Problem, dass einerseits die Betriebe ja Facharbeiter suchen und auf der anderen Seite haben wir hier 30% der Jugendlichen ohne eine Berufsausbildung. Und wenn man dann noch sieht, dass 54% der Welser Arbeitslosen genau in diese Kategorie fallen, dann weiß man auch noch für sich, woran es liegt, weil einfach mangelnde Berufsausbildung ist fehlender Job und ohne Job habe ich kein eigenes Geld und ohne eigenes Geld ist auch der Weg in die Armut nicht mehr sehr weit und das ist dann für sich unser Zugang, dass man hier rasch entgegensteuert. Also ich finde jede Maßnahme, die dazu beiträgt, unsere Bildungssituation zu diskutieren und Ideen zu finden, wie wir sie verbessern können, verdient die Unterstützung der SPÖ-Fraktion. Wir werden hier auch dem Antrag zustimmen. Wir wissen natürlich, dass schon sehr viel passiert ist auf diesem Gebiet. Diese Konferenzen hat es ja immer wieder gegeben. Einmal war es eine Enquete, dann war es eine Tagung, dann war es eine Sitzung, dann war es ein Arbeitskreis. Jetzt haben wir eine Welser Bildungskonferenz. Ich hoffe, dass alle, die mit Bildung in Wels zu tun haben, sich an dieser Konferenz beteiligen, damit auch ordentliche Ergebnisse herauskommen. Insbesondere ist es aber wichtig, dass die von der gesetzgeberischen Seite zuständigen, das ist der Bund und das Land Oberösterreich, hier mitziehen, denn die Stadt Wels alleine kann eigentlich gar nichts machen. Was erwartet uns jetzt bei der Herz-Jesu-Kirche? Ja, bei der Herz-Jesu-Kirche ist eine umfassende Sanierung geplant und wir sind sehr froh, dass viele Welser sich da engagieren und Initiativen treffen, damit eine weitere Sanierung von der Herz-Jesu-Kirche möglich wird. Und wir freuen uns. Und die Stadt Wels wird das unterstützen. Und wir haben einen entsprechenden Antrag eingebracht und tragen das natürlich voll und ganz mit. Jetzt noch zu Wimpassing, zum Betriebsbaugebiet. Wie stehen Sie der Autobahnabfahrt in Wimpassing gegenüber? Ja, aus meiner Sicht ist es ganz klar, wir brauchen diese Abfahrt. Wir brauchen sie einerseits für Betriebsansiedlung und damit für Arbeitsplätze. Wir brauchen sie aber auch dazu, dass die Oberfeldstraße entlastet wird und auch, dass die Abfahrt Wels-West entlastet wird. Hier sind sehr viele Bürger auch betroffen vom Verkehr. Und je kürzer der Weg ist von einem Betrieb zur nächsten Autobahnabfahrt, desto weniger Verkehr haben wir in der Stadt, desto weniger Bürger sind betroffen. Und das ist für mich der positive Ansatz, daher eine rasche Umsetzung und ich hoffe, dass 2014 es zu einem Bundespolitiker-Aufmarsch in Wels kommen wird, indem sie hier die Autobahnabfahrt eröffnen. Warum ist Betriebsansiedlung wichtig für Wels? Betriebsansiedlung ist für Wels durchaus wichtig, weil es dabei sehr stark um Arbeitsplätze geht. Wels ist in Oberösterreich ein sehr entscheidender und auch in ganz Österreich ein sehr entscheidender Wirtschaftsstandort. Wir haben einige Flächen, aber wir haben auch einige Flächen, die von der Autobahn noch nicht so gut zugänglich sind. Und daher versuchen wir im Einklang mit der Bevölkerung, mit dem Verkehr, aber auch ganz klar mit der Wirtschaft für mehr Arbeitsplätze zu kämpfen.